Hallo und guten Tag. Hi, hi, moin, moin. Hier von mir aus Norwegen, aus dem schönen Fredrikstad, sonnigen Fredrikstad. Wunderschönes Wetter. Schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt, aber ich habe hier einen wunderschönen Ausblick hier von meinem Sofa aus. Hab mir mal mein Stativ aufgebaut, damit ich meine Hände mal ein bisschen frei habe. Denn ich wollte heute ein bisschen Werbung machen für meinen Kurs. Und zwar geht dein Weg nach Norwegen 2.0 in die nächste Runde. Und zwar am 25. April und ich habe jetzt den Kalender wieder geöffnet. Also mein Kalender über Calendly mache ich das ja immer und den findet ihr in meiner Bio, den Link. Und da könnt ihr, wenn ihr Interesse habt an dem Kurs, ich werde auch gleich noch ein bisschen mehr zum Kurs erzählen, es hat sich nämlich wieder ein bisschen was getan, dann könnt ihr ein kostenloses und unverbindliches Gespräch mit mir buchen. Das Kennenlerngespräch geht in der Regel immer so knapp eine Stunde. Manchmal auch nur 45 Minuten. Also ich rechne eigentlich immer so 45 Minuten ein. Manchmal geht es auch ein bisschen länger. Und in dem Gespräch möchte ich dich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Und du sollst mich auch ein bisschen besser kennenlernen. Und zusammen finden wir raus, ob der Kurs das Richtige für dich ist. Deswegen mache ich immer vorher ein Kennenlerngespräch, weil ich gerne Leute in meinem Kurs haben möchte, die ich auch ja ein bisschen besser kenne schon. Und ist mir auch einfach auch ganz wichtig, dass die Chemie stimmt zwischen uns. Und dass du in den Kurs einfach reinpasst. Es ist ein Online-Kurs, ein Online-Gruppenkurs. Das heißt, wir treffen uns zweimal die Woche live in der Gruppe, wo wir durch die einzelnen Themen gehen. Da werde ich vielleicht noch was zu sagen. Es hat sich, wie gesagt, ein bisschen was geändert jetzt. Die Live-Treffen waren bisher immer montags und donnerstags. Ich habe den Kurs jetzt aber so ein bisschen gesplittet. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wenn du gerne Norwegisch lernen möchtest, den Sprachkursteil mit hinzuzubuchen. Das heißt, du hast jetzt aber auch die Möglichkeit, wenn du sagst, du bist mit der Sprache schon weiter und möchtest vielleicht einfach nur ganz viele Informationen zum Thema Auswandern nach Norwegen haben, dann kannst du ja einfach auch nur den Auswandererkurs buchen ohne Sprachteil. Und wenn du aber sagst, du möchtest das ganze Paket, das ganze Intensivpaket, dann kannst du eben auch die Sprache noch dazu buchen und dann gibt es zwei Live-Treffen. So. Du bekommst aber von mir auch nochmal eine Übersicht natürlich, die ich hier nochmal in die Story poste und auch hier nochmal als Post verfasse. Aber das ist auf jeden Fall eine Neuerung, dass man eben den Sprachkurs mit dazu buchen kann, so, oder eben abwählen kann, so, wenn man ihn nicht möchte. Und genau. Am 25. April geht es in die nächste Runde und der Kurs ist für all diejenigen gedacht, die großes Interesse haben an Norwegen und auch, ja, im besten Fall oder vielleicht auch auswandern wollen oder eine Zeit lang in Norwegen leben wollen. Denn wir gehen durch viele Themen durch, die eben interessant sind, wenn man nach Norwegen auswandern möchte. Angefangen bei der Jobsuche. Wir werden im Kurs eine Bewerbung zusammen bearbeiten. Also wenn deine Sprachkenntnisse noch nicht ausreichen, dann übersetze ich dir eine deutsche Bewerbung ins Norwegische oder ich korrigiere deine norwegische Bewerbung, wenn du eine auf Norwegisch gesprochen hast, geschrieben hast, gesprochen natürlich nicht, geschrieben hast, dann korrigiere ich die für dich. Und genau, also wir arbeiten auch wirklich intensiv gemeinsam an der Bewerbung. Das heißt, ich gebe auch vorher schon Tipps, wie eine norwegische Bewerbung zum Beispiel auszusehen hat. Arbeiten, Jobsuche ist ein großes Thema, Berufsanerkennung, dann Wohnen, wie ist das, wenn ich mieten oder kaufen, wie kaufe ich ein Haus, wie miete ich ein Haus, wo finde ich Immobilienanzeigen, dann zum Thema, was gibt es denn da noch, was habe ich denn noch in meinem Kurs, Umzug und Einreise, also wie gestalte ich meinen Umzug, wie läuft die Einreise, Einreisebestimmungen, Anmeldung und so weiter und so fort. Und dann reden wir auch nochmal über das Leben in Norwegen allgemein. Das heißt, dass der Kurs ja ein Auswanderer- oder ein Auswanderungsvorbereitungskurs ist, in dem du eben alle Informationen bekommst, die du zum Auswandern benötigst. Zusätzlich bekommst du natürlich mich, meine Erfahrung, meine 11 Jahre Norwegen-Erfahrung mit an die Hand. Ich erzähle ganz viel von mir auch, von meinen Erfahrungen und wie das Leben hier in Norwegen eben so ist mit Norwegern und mit ja, norwegischen Traditionen und Feiertagen und so, das lasse ich auch mit einfließen. Und ja, die letzten Kurse waren eigentlich immer sehr, sehr amüsant, sehr spaßig. Und das ist auch eine Voraussetzung, die ich gerne
also die ich gerne oder die ich haben möchte, die ich, also für eine Sache, die ich voraussetze, so kann ich das besser ausdrücken, dass du ja Spaß an der Sache hast, dass du im Kurs mit dabei sein willst und ja, auswandern möchtest vielleicht auch oder eben eine Zeit in Norwegen verbringen möchtest, aber auch einfach Lust auf diesen Kurs hast, weil den Spaß in der Gruppe zu haben, ist mir einfach ganz, ganz wichtig. So, viele fragen sich jetzt, ja, aber ich möchte erst in, keine Ahnung, in 2 Jahren auswandern. Ist der Kurs denn trotzdem was für mich? Ja, kann ich dir sagen. Der Kurs ist trotzdem was für dich. Das werde ich auch immer wieder gefragt in den Kennenlerngesprächen. Dass Leute sagen, ja, ich möchte gerne, aber es ist jetzt noch ein bisschen hin, ich brauche noch ein bisschen Zeit für die Vorbereitung. Aber da ist der Kurs perfekt, denn du kannst mit dabei sein, du hast den Austausch mit den anderen Leuten, du hast den ganzen Input, die Inhalte, die du bekommst, die verfallen nicht, sondern du hast da lebenslangen Zugriff drauf auf den geschützten Mitgliederbereich und kannst dir eben auch, wenn das Auswandern jetzt näher rücken sollte, immer wieder auf die Informationen zugreifen. Und ich habe eine Nachbetreuung. Das heißt, entscheidest du dich für den Kurs, dann bist du automatisch mit in unserer Alumni-Gruppe. Bei Telegram habe ich eine Gruppe und wir treffen uns immer einmal im Monat, auch nach dem Kurs noch über Zoom, wo Fragen gestellt werden können, wo man sich untereinander austauscht, unterstützt, ermutigt, vielleicht auch für alle, die sich noch nicht so richtig trauen, also gern möchten, aber sich nicht trauen. Also da gibt es genau auch hinterher noch eine Betreuung. So, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich an alles gedacht habe. Ja, ich glaube schon. Zu den Live-Treffen habe ich was gesagt. Montags und donnerstags, wenn du den Sprachkurs wählst, eben auch noch donnerstags. Aber ansonsten grundsätzlich immer montags, wo wir durch die einzelnen Themen eben gehen und darüber sprechen, übers Auswandern, durch die einzelnen Module eben. Und diese Treffen, die wir haben, sind immer abends um 19 Uhr. Und alle Treffen, die wir haben werden, die zeichne ich auf und die kommen mit auf die Website, auf den, in den geschützten Mitgliederbereich. Das heißt, du kannst auch die Aufzeichnung jederzeit wieder angucken. Genau, das war es jetzt grob zu meinem Kurs. Wenn du das total interessant findest und du möchtest mehr erfahren, dann trag dich jetzt ein in meinen Kalender für ja, ein Kennenlerngespräch. Wie gesagt, es ist kostenlos und total unverbindlich. Ich möchte dich einfach ein bisschen kennenlernen und dann können wir gemeinsam rausfinden, ob der Kurs eben passt. So, für dich. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ach so, ja genau. Ich habe nicht so viele Gespräche drin. Ich werde den Aprilkurs ein bisschen kleiner halten. Ich hatte im Januar 18 Teilnehmer. Es war ein großer Kurs, ein unglaublich schöner, lustiger, intensiver Kurs. Und ich möchte jetzt im April eine etwas kleinere Gruppe haben, mich ein bisschen intensiver mit den einzelnen Leuten, also mit dir vor allem, mich ein bisschen genau, intensiver beschäftigen und nicht ganz so eine große Gruppe haben. Deswegen eine kleine Gruppe und deswegen nur wenig Kennenlerngespräche. Und wenn du Interesse hast, dann trag dich gerne ein und ich freue mich, dich kennenzulernen. Und jetzt, glaube ich, gehe ich noch mal eine Runde raus in die Sonne und genieße das schöne Wetter. Also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns im Kennenlerngespräch, denke ich mal. Also bis dann. Tschüss.